Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch das volle Tutorial zeigen, wie ihr die Wunderwaffe zusammenbaut auf Firebase Z und alle Teile findet. So, fangen wir an mit Teil 1. Und zwar ist das der Bauplan. Der befindet sich im Waffenlabor, Leute, hier hinten an der Wand. Den hebt ihr auf und wir begeben uns zu Teil 2. Und zwar befindet sich der zweite Teil hier unten bei der verbrannten Verteidigung. Hebt erstmal diesen Waffentestorden auf, dann geht rechts hier zu dem Zombie und entfernt ihm das Auge. So, wenn ihr das dann macht, dann kommt eine kleine Animation, wie ihr dem Zombie das Auge rausschneidet. Und wenn ihr das Auge dann habt, dann begebt ihr euch wieder zur Waffenkammer und scannt das Auge hier an diesem Computer ein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann öffnet sich die Schublade und ihr habt einen Schließfachschlüssel. Mit diesem Schlüssel begebt ihr euch zu den Baracken, Leute. Es gibt die Baracke 1 und die Baracke 2 und dort öffnet ihr alle Schließfächer, bis dann die Boss-Zombies spawnen. Ein kleiner Tipp, Leute, in einem der Schließfächer befinden sich auch Geheimdaten. Also falls ihr auch die Geheimdaten sammeln wollt, dann geht einfach an die offenen Spinde und sammelt die Daten dann ein. So, wenn dann der Boss da ist, Leute, tötet ihn. Und er wird euch eine Laufmontage droppen. So, gehen wir nun weiter zum nächsten Teil. Dieser Teil ist ein bisschen tricky, Leute, also passt gut auf. Und zwar, wenn ihr jetzt wieder zum Waffenlabor geht, habt ihr den Computer. Und wenn ihr den dann benutzt, Leute, dann seht ihr diesen Balken auf dem Radar, der einmal so drum herum geht. Und der bleibt dann an manchen Punkten stehen. Und zwar bleibt er genau dreimal stehen, Leute. Und dieses Radar soll eine Dartscheibe darstellen. Und zwar, wenn ihr zurück zum Spawn geht, links neben dem Packer-Punch in den Raum, da habt ihr an der Wand eine Dartscheibe. Und ihr müsst halt gucken, wo die Zahlen bzw. der Balken auf dem Radar stehen bleibt und mit der Dartscheibe vergleichen. Und zwar machen wir das mal zusammen, Leute. So, wir gucken uns die Dartscheibe an. Am besten macht auch einen Screenshot davon. So, dann ist die erste Zahl bei mir die 12. Ihr könnt aber auch, wenn das stehen geblieben ist, nochmal zählen, wie oft der sich dann nochmal bewegt und an der Dartscheibe dann die Zahl abzählen. Die zweite Zahl ist bei mir die 13. Und die letzte Zahl ist die 15, Leute. Wenn ihr alle drei Zahlen habt, dann begebt ihr euch wieder in den Raum mit der Dartscheibe. Und dann schießt ihr die Reihenfolge ab. Einmal war das die 12 bei mir, dann die 13. Und die 15, und wenn ihr alle drei Zahlen abgeschossen habt, dann schießt noch einmal in die Mitte. Dann öffnet sich nämlich hier so ein Schließfach und ihr bekommt auch das nächste Teil. Und hierfür müsst ihr den ersten gepanzerten Boss-Zombie töten, der bei euch spawnt. Und der wird euch dann eine Energiezelle droppen. So, ich zeige euch das mal, Leute. Und zwar hier die Energiezelle. Die nehmt ihr euch, begebt euch zurück zur Waffenstation, denn die könnt ihr jetzt hier auf den Tisch platzieren, Leute. Wenn ihr das gemacht habt, dann spielt nur noch zwei Runden, bis die Energiezelle sich aufgeladen hat, denn dann könnt ihr sie aufheben und wir haben alle Teile gesammelt, Leute. Jetzt können wir hier einfach zur Werkbank gehen und die Wunderwaffe zusammenbauen. So, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, ihr könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.